neu hier? Dann zeige ich euch mal kurz, was alles auf diesem Channel hier passieren wird. Von Waffenreviews und Funktionen der Waffen sowie Waffengeschichte, genauso deren Gesetze und das Sportschießen oder auch Survival Equipment oder Everyday Carry Equipment. Ich versuche alles unter einen Hut zu bringen, denn das ist alles, was mich momentan super brennend interessiert. Und das will ich euch einfach auch ein bisschen näher bringen. Ich bin vor allem aktiv auf Instagram. Der Link ist unten. Einfach folgen. Und wo immer ich unterwegs bin und etwas schieße, werde ich auf jeden Fall etwas posten. Folgt mir auch gern hier auf YouTube. Abonniert mich. Macht die Glocke an, damit ihr immer mitbekommt, wann ein neues Video kommt. Ich versuche euch jeden Monat ein neues Video zu liefern. Je nachdem, wie ich Zeit habe oder wie ich Lust habe, werden es auch mehr. Denn ich mache das alles nur in meiner Freizeit als Hobby und freue mich natürlich riesig, wenn ihr hier reinschaut und Spaß daran habt und vor euch was mitnehmen könnt an Informationen und an Wissen und wenn wir uns einfach gemeinsam austauschen können. Und dann hoffe ich, dass ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst und dann bis zum nächsten Mal bei Tactical Garnibiert. Jetzt geht's weiter mit dem folgenden Video. Herzlich willkommen zu einem neuen EDC-Update, diesmal Januar. Das wird für die nächsten 1-2 Monate erstmal wahrscheinlich das letzte EDC-Video sein. Und dann gucken wir mal im April, ob sich bis dahin wieder was getan hat. Jetzt über Weihnachten hat sich bei mir was getan. Deswegen muss ich euch unbedingt nochmal ein ganz kleines EDC-Update hier geben. Wir fangen dann auch gleich an. Ich habe maximal 2 bis 3 neue Dinge. Warte mal. Okay, 2 neue Dinge. Die alten Sachen werde ich nur kurz auf den Tisch legen und euch zeigen. Ich hau hier oben den Link rein zum letzten EDC-Update aus dem November 2018. Und da sind so ziemlich die meisten Dinge schon bereits genannt und wo ich sie her habe, damit ihr auch nachgucken könnt, wo ihr die zu kaufen bekommt. Denn die Links werde ich auch zwar wieder hier rein tun, aber vielleicht haben sich auch da schon wieder ein paar Sachen geändert. Deswegen guckt einfach nochmal hin und her und dann seht ihr vielleicht auch im letzten Video ausführlicheres Review über die ganzen Teile. Und dann machen wir schon mal los und ich zeige euch meine 2 neuesten Errungenschaften. So, kurz zu den Dingen, die ich bereits letztes Mal erwähnt habe. So Standarddinge wie Handy habe ich einfach wie immer dabei. Und dann diesen coolen Keyholder. Ja, das ist ein Schlüsselhalter, in dem man mehrere Schlüssel einfach kompakt und platzsparend einpacken kann. Dazu gibt es den Link schon auch im letzten Video. Das ausführlichere Review, wie es heißt und wo es herkommt, seht ihr da auch. Nach wie vor ist auch immer eine kleine Taschenlampe dabei. Das ist die billige Taschenlampe aus dem Amazon Survival Paket. Da habe ich natürlich für euch auch die Videos auf dem Channel und den Link haue ich auch unten mit rein. Wer interessiert ist an diesen Survival-Paketen, sollte sich unbedingt mein altes Video anschauen zu den Survival-Paketen, den Vergleich über 4 verschiedene Survival-Pakete oder die Zusammenstellung meines eigenen Survival-Pakets. Das kommt aber noch, also ein bisschen die Füße stillhalten. Das hat sich ein bisschen verschoben. Deswegen könnt ihr euch erstmal das alte Video mit dem Vergleich anschauen. Und dann seht ihr, was ich aus diesen 4 Survival-Paketen rausgezogen habe und für mich als eigenes zusammengestellt habe. So, nach wie vor auch dieses Secret Kartenhalter Etui. Super geiles, praktisches Ding. Kleiner Mini-Geldbeutel. Ziemlich sicher. So, und dann kommen wir zu meiner ersten Erneuerung. Ich habe das letzte Mal einen Bartkamm dabei gehabt. Der war geformt wie ein Butterfly-Messer. War mir einfach zu groß und zu klobig. Und die Zähne des Kamms fand ich ziemlich schlecht rausgestanzt. Deswegen war es auch nicht angenehm, mit dem zu kämmen. Da habe ich mir den neuen hier geholt von Bartpracht. Der ist ziemlich klein. Super, super dünn. Ich halte den nochmal ein bisschen hier näher in die Kamera. Dann könnt ihr sehen, wie klein der ist. So, und der klappt hier oben einfach auf. Na, man muss hier ein bisschen drücken. Zack. Da kommt er raus. Das einzig Blöde ist, dass der nicht arretiert. Somit muss man ihn leider festhalten hier oben. Quasi wirklich wie ein kleines Messer so ein bisschen mit dem Daumen fixieren. Und kann dann durch den Bart kämmen. Ist aber super dünn. Und ich glaube, dass man hier oben auch dieses Ende als Flaschenöffner benutzen kann. Was schon mal auch ziemlich cool ist. So habe ich jetzt immer einen Flaschenöffner da, ohne meinen Leatherman auspacken zu müssen. Link haue ich euch auch unten mit rein. Bartpracht. Ja, ganz coole Sachen machen die. Kommen wir zu meiner neuesten Errungenschaft. Das ist dieses kleine Messer hier von CRKT. CRKT
Dieses heißt Columbia River Knife and Tool Minimalist Drop Point in Schwarz. CRKT hat ziemlich viele verschiedene Messer dieser Art rausgebracht. Mit verschiedenen Klingen, mit verschiedenen Griffstücken. Die Länge ist immer ungefähr gleich, also sie sind sehr, sehr kurz. Aber wie gesagt, das ist auch für mich mittlerweile eins der meistgebrauchten EDC-Teile, die ich hier in meinem Repertoire habe. Bis auf mein Handy vielleicht und die Schlüssel. Wobei, das Messer, ich benutze das tatsächlich teilweise bis zu 3 oder 4 Mal am Tag. Briefe öffnen, Kartons öffnen, so ziemlich alles Mögliche kann man damit öffnen. Das ist ziemlich cool. An sich ist es relativ kurz, also für jemanden mit großen Händen ist das vielleicht nicht unbedingt das Beste, was er sich raussuchen sollte. Denn man hat hier nur 1, 2 und 3 Kerben für die Finger drin. Und die Schnur fungiert quasi als kleine Hilfe, dass man hier nochmal mit rumgreifen kann. Dann ist es wirklich nur aus dem Daumen heraus zum Öffnen von einem Karton. Ist wirklich perfekt. Aber es ist jetzt natürlich kein großes Messer, mit dem man irgendwas hier zerhacken kann oder so. Die Griffschale ist aus Plastik und geriffelt, also gibt hier einen ordentlich guten Grip eigentlich. Ja, auch hier oben auf dem Rücken von der Schneide haben wir kleine Riffel drin. Somit kann man auch mit dem Daumen hier ordentlich draufgreifen und rutscht nicht ab. Das Ganze wird geliefert mit einer Kydex-Scheide. Die kann man verschiedene Arten festmachen. Die passt ziemlich gut um den Gürtel herum. Ich habe sie jetzt so wie folgt hier dran gemacht. Man hat verschiedene Möglichkeiten, die Schrauben anzusetzen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich hier einfach ein bisschen besser dran komme, wenn das Messer hier unten dran ist. So. Man kann das natürlich auch aufliegend auf dem Gürtel machen, was für mich einfach unpraktisch war, weil mein Gürtel hier zurückgeschnallt wird. Und dann würde mein Messer genau unter dem Gürtel liegen und dann komme ich nicht mehr ran. Das CRKT Minimalist Drop Point fällt natürlich nicht unter das Führungsverbot, denn es ist eine feststehende Klinge, einseitig geschliffen und hat noch nicht mal annähernd die 12 cm. Von daher könnt ihr das ohne Probleme mit euch führen. Und als kleines Werkzeug ist das auf jeden Fall wunderbar. Kann mir nichts Besseres vorstellen, weil für was braucht man denn eine Riesenklinge, wenn man so ein kleines handliches Ding hier hat. Dieses kleine handliche Ding, das reicht definitiv zum Öffnen von irgendwelchen Briefen oder Kartons. Je nachdem, wie man es schärft, kann man das auch vielleicht sogar zum Kochen ein bisschen benutzen. Gerade auch draußen in der Wildnis super geeignet. Kann man nichts Schlechtes drüber sagen. So, ich hoffe, für die ganzen Bartträger unter euch und die Messerbegeisterten ist das EDC vielleicht noch ein bisschen interessanter gewesen. Für die anderen tut es mir leid, wenn ich heute ein bisschen kurz gefasst bin. Wie gesagt, ihr könnt den Rest des EDCs nachschauen. Ich möchte dieses Video nicht zu arg in die Länge ziehen und nicht zu langweilig gestalten. Geht einfach zurück auf das letzte EDC-Video und schaut euch da die restlichen Teile an hier. Viel Spaß damit schon mal und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Tactical Gunny Beard. Gunny out.